So, es geht weiter mit Divine Divinity. Heute, ja, gehen wir einfach mal weiter. Ich habe ein bisschen eingekauft zwischendurch auch. Meine Tränkevorrat ist wieder, ja, aufgefüllt. Relativ gut. Ich habe das und das identifizieren lassen. Warum ist denn... Brauche ich nicht. Na, ja, ich kann da mal hier Rüstung gucken. Also, Ausrüstung. Genau. Todesschmaler Goldring, 2 zur Attacke. Und halt die Wachgoldkette, plus 2 zur Sicht. Ja, gut. Das ist doch was, mit dem man leben kann, oder? Ich finde schon. Und es fängt gut an. Natürlich gleich ein Trollkönig, perfekt. Nicht. Super. Kaum geht das Spiel los und schon treffe ich wie ein Trollkönig. Es ist wunderbar. Und greife ihn natürlich versehentlich auch noch an. Der Diebe. Es ist zumindest hier in der Nähe. Seid ihr zu einem ungünstigen Zeitpunkt rausgekommen? Wie bitte? Okay, das war schon mal falsch. Okay, also dieser Trolljäger hat ganz schön viel Schaden gemacht. Heide Witzke. Uiuiui, naja. Dafür gab es gute Erfahrungspunkte. Alter Schwede. Das hat mich ja gerade fast instant getötet. Darum stand es ja auch feindlich. Ach du meine Güte. Dieser Söldnergrad hat wesentlich mehr Schaden gemacht als die anderen. WTF. Okay, das Denkmal sparen wir uns auch noch auf. Weil es war schon etwas abschreckend, so viel Schaden zu bekommen. Gut. Das heißt, wir erforschen erstmal weiter. Und merken uns, einfach reingehen und
die Gegner töten bringt also nichts. Weil dann sterben die Geiseln und das ist nicht gut. Gucken wir uns lieber weiter um. Aber ich komme noch drauf zurück. Auf diese Quest. Da komme ich definitiv noch drauf zurück. Oh, gut. Ist das schon ein Teil des zerstörten Dorfes? Sieht gerade zumindest so aus. Die brauchen Hilfe. Und kriegen sie auch. Ein Schild. Wie schön. Nicht so, wann ich brauche, wenn ich es verkaufen. Okay, ein Lager der Soldaten. Jetzt bin ich hier mitten im Kampfgebiet gelandet. Ich höre Kampfeslärm. Das muss das zerstörte Dorf sein. Okay, da ist eine Holztür. Okay, da komme ich rein. Euch schaffe ich auch so. Bisschen Brot, Brot ist auch Heilung. Ein guter Spawnpoint. Den kann ich mir gerade mal markieren im Tagebuch. Gut, da bin ich. Gute. Verdammt. Und ich sollte mir noch meinen Teleportstein holen, aber ich weiß ja, wo er ist. Und zwar bei der Gilde. Das war ja nicht ganz so weit weg.
Ich sollte aktuell lieber lernen, den Teleportstein immer mitzunehmen. Moment mal, ich habe da gerade so eine Idee. Na komm, greifen weiter an. Ich habe eine Idee. Na komm. Greif weiter an. Greif schön weiter an. Komm schon weiter ein bisschen durch. Schade. Wohl, Moment. Ah, schade. Schade, schade. War wohl ein Ticken zu spät. Oh, das hätte mir gar nichts gebracht. Naja, egal. Jedenfalls der Trollkönig. Ist dieser Trollkönig weg vom Fenster? Allerdings auch die Erfahrungspunkte, wie ich gesehen habe. Schade. Aber naja, es gibt ja noch andere Trollkönige. Wunderbar. Nächstes Haus? Achso, ich glaube, hier waren wir schon mal. Hier war ja dieser, wie ich sagte, Spawn Point, wie ich da haben wollte. Das kostet mich zwar gerade ein bisschen Heilung, aber ist mir egal. Das gibt wundervolle Erfahrungspunkte. Alles wundervolle Erfahrungspunkte. Das war gerade ein bisschen schade mit dem Trollkönig, dass es gerade nicht geklappt hat. Aber ich werde sowieso beim nächsten Mal auf einen anderen Speicherpunkt hinsetzen. Aber andererseits. Nee, ich werde den Erfahrungspunkt jetzt nicht nachtrauen. Es gibt da noch andere Trollkönige. Und ein Versuch war es wert.
dachte mir jetzt, so wie ich den Soldaten helfe, den Orkkriegern, kriege Erfahrungspunkte. Vielleicht klappt das auch beim Trollkönig. Hat es anscheinend nicht, oder ich habe die Zahl jetzt nicht bemerkt. Aber ich merke, dass ich hier in diesem zerstörten Dorf ganz gut abgreifen kann, was Erfahrungspunkte betrifft. Eben weil es hier von Orks nur so wimmelt. Außerdem sagte der eine doch, es gäbe hier irgendwie eine Falltür in diesem Dorf. Eine Falltür, die ins Orklager führt. So, wir schauen uns mal Haus für Haus an. Haus für Haus, Ork für Ork. Huch, was haben wir hier? Teil 2. Feuerbälle, quer links, schneller, Weg ins Jenseits, mittels Kehrblech und Handfeger. Okay. Ah, dich habe ich gesucht. Seid ihr Grüßsalat, mein Name ist Hauptmann Mittox. Ich befehle die Garnison dieses Dorfes oder vielmehr das, was von ihr noch übrig ist. General Alex, tut mir ein. General Alex, tut mir auf, euch diese versiegelte Botschaft zu überbringen, Hauptmann. Hauptsache, wie auch immer ihr seid, sein mögt. Ihr seht noch recht frisch aus und müsst ein Vierjähriger sein, um euch uns durchzukämpfen. Um euch zu uns durchzukämpfen. Ich habe eine Mission für euch, bevor ihr zu General X zurückkehrt. Ich bin kein freischaffender Fußsoldat, ich bin freischaffender Söldner. Aber nehmt mich dennoch die Aufgabe und ich werde sehen, ob ich euch helfen kann. Die Orks können ihre Belagerung nur dann durchhalten, wenn sie regelmäßig mit Nachschub versorgt werden. Ich möchte, dass ihr die Nachschubkarren der Orks aufspürt und mit Hilfe des Sprengstoffs zerstört. Keine Sorge, er ist nicht magisch. Es handelt sich hierbei um eine alchemistische Erfindung. Folgt einfach den Anweisungen auf der Verpackung. Finde ich die Nachschubkarawane. Ich zeichne auf eurer Karte ein, wo unsere Spieler sie entdeckt haben. Ich verstehe, könnt ihr mich verlassen, Hoffmann. Hier sind Explosionsstoffe, viel Glück. Oh, und noch eins, Freibeuter. Ich weiß, ich verlange viele von einem bezahlten Söldner. Aber vielleicht kann euch diese Schrift heute von Nutzen sein. Sie enthält die Lösung für Teleporter der Menschen. Bingo! Ich glaube, das wäre die zweite. Hab Dank. Vielen Dank für die Information. Ich hoffe doch. Ja, was hast du denn Ausrüstung eigentlich? So, der genau steht bereits ausgerüstet. Sei es drum. Das Beste ist, ihr schaut euch im Zelt um. Nehmt euch einfach, was ihr braucht. Geht einfach direkt nach Westen, ist nicht weit von hier. Auf Freund. Okay, im Westen ist das Zeltlager, also. Darauf komme ich zurück. Noch allerdings hält ja meine Ausrüstung ganz gut. Ach ja, die Alt-Taste. Und wie sie mir doch nützlich ist. Ne, ganz im Ernst, sie ist denn wirklich sehr nützlich, die Alt-Taste. Wie wunderbar. Karawanen zerstören mit dem Sprengstoff. Nee, sehe ich nichts Besonderes. Gut. Haus für Haus. Schauen wir uns um.
Holy shit. Okay, so lag ich erstmal nicht lang. Denn da stand ein Elite-Ork. Herrlich. Das kann ich nicht verwenden. So. Dann gehe ich mal lieber so lang hier am Haus vorbei. Immer mal zwischendurch speichern. Ich hab's gesehen. Da war ein Lidok dabei. Da war ein Elite-Ork dabei. Und mit denen kann ich es jetzt nicht aufnehmen. Denn die machen viel zu viel Schaden. Guck mal auf die Karte. Okay, da ist der Schacht. Da können wir gerade mal gucken, ob wir da was reißen können. Ja, in dem Haus hier oben befindet sich diese Falltür. Ah, da ist sie ja. Gut. So, also hier soll ein Tunnel sein, der zum Orklager führt. Natürlich wieder Fledermäuse. Wie soll's auch anders sein? Frage zu viel. Okay, na, wenn das so ist, dann erstmal. Dann erstmal weg damit. Ich habe gerade so ein bisschen Bammel, wenn ich mich in das Ork-Lager wage, dass mich die Orks da ziemlich fertig machen werden. Aber man kann es immer austesten und dann des Weiteren kann man ja mal schauen, wenn wir dann vielleicht doch eine Chance haben. Das kann man ja erst wissen, wenn man es rausgefunden hat. Bin ich mal kurz heilen. Ganz schön verzweigt die Tunnel. Mal speichern und rausgucken. Okay. Der Ausgang gefällt mir schon mal nicht. What?
Fuck. Ach du Scheiße, noch eine neue Sorte von Ork. Oh, mal einen erfahrenen Ork, den ich down bekommen habe. Herrlich. Ah, Level up bekommen, super. Und leider auch gerade in der Falle, das ist nicht super. Bleibt die markiert auf der Karte? Ja, die bleibt markiert. Gut. So. Fähigkeiten. Das will ich auf jeden Fall. Ah. So, dann die Fähigkeiten. Lebenskraft und Ausdauer. Mana nicht unbedingt. Nein, nicht alles auf Stärke. Zwei dahin. Und auf jeden Fall zur Konstitution. Eins noch hinzu. So, bestätigt. Okay. Also bei der Falltür konnte ich jetzt auch noch nicht relativ wenig machen. Jetzt will ich nochmal schauen, was hier in der Ecke ist. Okay. Ah, das muss dieses Zeltlager sein, von dem gesprochen wurde. Sieh an, der Gezeichnete! Ihr belästigt uns schon viel zu lange. Wollen doch mal sehen, ob ihr euch hier herauswinden könnt. Fertig? Och, seriously? Kurzen Cut, Leute. So, ich glaube, jetzt wird man leider unten die Camtasia-Zahl sehen, aber ja, das tut mir gerade leid, weil Divinity ist gerade abgestürzt, deswegen, ja, ist das gerade leider passiert, bei der Cutscene hier. Sieh an, der Gezeichnete! Ihr belästigt uns schon viel zu lange. Wollen doch mal sehen, ob ihr euch hier herauswinden könnt. Fertig? Jetzt soll unser Feind mal die Macht der wahren Gedankenkontrolle spüren. Na los. Tricks, Flicks, Angst bereit. Oh, mein Kopf! Oh, mein Kopf! Tötet den Zivilisten! Tötet ihn! Tötet ihn! Ja. Jawohl, Meister. Jawohl, Meister. What the?
Das heißt, jetzt greift mich Jal an, oder? Ja. Jetzt greift mich Jal an. Letzte Quicksave befindet sich dort. Also vor dem Zeltlager. Na, wegstecken. Seit dieser Kleine wird der General gesagt, viel Glück. Es wird Zeit, dass die Listen einen Beitrag für den Krieg leistet. Jetzt neue Gerüchte. Kann ich gut vorstellen, dass diese Orks zusammen mit uns Menschen in den Krieg, den Verdammten gekämpft haben, wo sie uns jetzt unsere Dörfer belagern und niederbrennen. Ich habe gehört, dass auch die Elfen und Zwerge am Rande des Krieges stehen. Und dämmt expediten Steifen durch den Land. Und so weiter und so weiter. Gut Leute, ich denke mal, das wird ein Fehler gewesen sein. Deswegen habe ich mich hier auch nicht weiter mit beschäftigt. Ich werde das Zeltlager erstmal meiden, bis ich da nähere Informationen habe. Weil, ja, ihr habt gesehen, was gerade passiert ist. Und das war garantiert falsch. Gut, von daher bis zum nächsten Mal. Tschüss, Sikorski, und auf Wiedersehen.